Schlagzeug zum Mikrofonieren gilt als eine der Königsdisziplinen bei der Aufnahme von Musik und auch im Live-Bereich. Man kann dabei einfach viel falsch machen, aber auf der anderen Seite mit wenig Aufwand auch schon sehr gute Ergebnisse erzielen. In diesem Video zeige ich dir schnell und einfach, wie du Schlagzeug mikrofonierst und ganz unabhängig von der Anzahl der Mikrofone, die dir zur Verfügung stehen, gute Ergebnisse erzielen kannst. So kann es durchaus schon reichen, wenn man zwei Mikrofone an seinem Schlagzeug hat, zum Beispiel Kick und Overhead. Du kannst aber auch ohne Probleme 10 oder mehr Kanäle auf deinem Mischpult dafür verbraten. Im besten Sinne verbraten, denn mehr Mikrofone helfen im Schlagzeugbereich oft, aber nicht immer. Also ein gutes Mittelmaß ist, glaube ich, überall im Leben hilfreich. Ach, und wenn du wissen möchtest, was für Mikrofone ich konkret verwende, welche ich gerne habe oder welche ich auch in den Bildern, die ich dir zeige, verwendet habe, dann schau einfach mal in die Videobeschreibung. Dort findest du die einzelnen aufgelistet mit Links, worüber du auch kaufen kannst. Manche davon sind Affiliate-Links. Über diese Affiliate-Links kannst du meinen Kanal ganz ohne extra Kosten unterstützen. Also vielen Dank, wenn du darüber kaufst. Fangen wir mal mit dem Essentiellen an. Für mich ist das wichtigste Mikrofon am Schlagzeug eigentlich die Kickdrum. Warum? Weil das Kickdrum-Mikrofon ist nicht einfach nur da, die Kickdrum lauter zu machen im Live-Bereich im Raum, sondern vor allem darum, die Klangästhetik entsprechend unserer Hörgewohnheiten anzupassen. Denn unsere Hörgewohnheit von den Lieblingssongs, die wir hören, ist nicht die eines normalen Schlagzeugs, wo wir vor dem Drumset stehen, also vor der Kickdrum, sondern was wir eigentlich gewohnt sind zu hören, ist der Klang, der innerhalb der Kickdrum herrscht. Und das ist natürlich äußerst außergewöhnlich, äußerst unnatürlich, denn wer steckt schon gern seinen Kopf, während die Kickdrum gespielt wird, in die Kickdrum rein? Also ich zumindest mal nicht. Deshalb ist für mich das Kickdrum-Mikrofon das Wichtigste. Die Position des Mikrofons wähle ich übrigens so, dass das Mikrofon ganz in das Loch des Resonanzfelds reingeht und dann auf den Aufschlagpunkt des Beaters auf dem Schlagfeld zeigt. So bekommt man eine schöne Balance aus Attack, also Anschlagsgeräusch des Beaters, und vielen Bässen, also das, was unserer Kickdrum den eigentlichen Charakter verleiht. Das nächste Mikrofon in der Reihe ist das sogenannte Overhead-Mikrofon. Warum Overhead? Weil es sich über dem Kopf des Schlagzeugers befindet, also über dem Drumset von oben nach unten gerichtet. Das kann ein Mikrofon sein, das kann aber, und das bevorzuge ich auch, gerne ein Stereo-Set sein, das sich entweder mittig über dem Schlagzeug oder rechts und links außen über den Becken befindet. Das kommt ein bisschen darauf an, was ich gerne möchte. Im Live-Bereich benutze ich gerne ein Mikrofon rechts und eins links über den Becken, die nur so 30-40 cm oberhalb der Becken angeordnet werden, um die Becken ein bisschen zu stützen. Wenn ich Aufnahmen mache, gehe ich lieber in die Mitte oberhalb des Schlagzeugs und versuche, einen Gesamtklang des Schlagzeugs mit diesen beiden Mikrofonen zu bekommen, indem ich zum Beispiel eine richtige Stereo-Mikrofontechnik wie ORTF, AB, XY, Blumlein oder sowas verwende. Darauf werde ich sicher in anderen Videos mal im Detail eingehen. Wenn du das also nicht verpassen willst, dann abonniere einfach den Kanal und drück die Glocke, aber noch nicht aufhören, denn es geht hier weiter. Als nächstes fügen wir nämlich das Snare-Top-Mikrofon hinzu, welches wir in flachem Winkel auf die Mitte der Snare-Drum ausrichten. Das Pendant zum Snare-Top-Mikrofon wäre das Snare-Bottom-Mikrofon. Gerne mikrofoniere ich eine Snare von oben und von unten, denn von unten hat man einen ganz anderen Klang. Snare heißt ja sowas wie Schnarren. Also unter der Snare befindet sich so ein Schnarrteppich und dieser Teppich bringt den Klangcharakter der Snare eigentlich erst richtig raus. Wenn ich das Snare-Bottom-Mikrofon hinzufüge, kann ich das damit unterstützen. Achtung, bei der Snare-Bottom muss ich meistens die Phase am Mischpult drehen. Warum genau, erkläre ich vielleicht auch mal in einem anderen Video, das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen. Aber wenn dir die Snare irgendwie zu dünn oder sowas klingt, dann dreh doch einfach mal die Phase am Snare-Bottom-Mikrofon und dann klingt es vielleicht gleich viel fetter und besser. Nun fügen wir Tom-Mikrofone hinzu, also für jede Tom ein Mikrofon. Und zwar so wie bei der Snare, in relativ flachem Winkel auf die Mitte der Trommel. Damit bekommen wir einen relativ bauchigen, vollen Sound. Und wenn wir den Winkel steiler stellen, dann bekommen wir einen etwas knalligeren, knackigeren Sound. Also je nachdem, in welche Charakteristik du reingehen möchtest, kannst du die Mikrofone entweder flach oder steiler auf die entsprechende Trommel richten. Zu
Zu guter Letzt und für mich am allerunwichtigsten ist eigentlich das Hi-Hat und weitere Stützmikrofone. Hi-Hats und Ride und so weiter, die können wichtig sein. In den meisten Fällen höre ich aber schon so viel auf den Overhead-Mikrofonen von diesen Instrumenten am Schlagzeug, dass ich nicht unbedingt ein extra Mikrofon dafür brauche. Manchmal kann es trotzdem sinnvoll sein, eins zu haben, und dann würde ich empfehlen, nicht zu nah an das entsprechende Instrument ranzugehen. Bei der Hi-Hat zum Beispiel so 30 bis 40 cm Abstand zu halten und dann je nachdem sogar noch nach außen wegzudrehen, das Mikrofon, sodass man zum einen ein bisschen weniger Snare drauf hat, zum anderen es weniger scharf oder man sagt, vielleicht weicher klingt, denn wenn man zu nah an die Hi-Hat geht, dann klingt es schnell scharf, aggressiv, spitz. Jetzt weißt du in wenigen Minuten schon, wie man ein Schlagzeug mikrofonieren kann. Das sind natürlich alles nur Vorschläge von Positionen. Du kannst damit natürlich spielen und probieren. Das sind einfach Positionen, die sich für mich als sehr universell und eigentlich fast immer funktionierend rauskristallisiert haben. Natürlich kannst du auch mit dem Klang verschiedener Mikrofone an der gleichen oder auch an der anderen Stelle experimentieren. Und das wird einen krassen Unterschied haben auf die Art, wie dein Schlagzeug klingt. Und dazu werde ich in den nächsten Wochen auch weitere Videos veröffentlichen, wo ich detailliert auf verschiedene Mikrofone, auf verschiedene Positionen am Schlagzeug eingehe und wo du ganz praktisch siehst und hörst, wie das klingt. Also nochmal, weitere Informationen zu den Mikrofonen findest du in der Videobeschreibung und ich würde mich natürlich freuen, wenn du abonnierst und nächstes Mal wieder dabei bist. Mach's gut, bis hoffentlich dann. Ciao.